Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur Abrundung der Außenpolitik darf die Europapolitik nicht fehlen, wenngleich wir in den letzten Jahrzehnten uns angewöhnt haben, die Europapolitik weniger als Außenpolitik anzusehen als als europäische Innenpolitik, weil uns das Thema Integration, der Fortgang der Integration, die Erweiterung der Europäischen Union gar so selbstverständlich vorkam, als ob das alles so automatisch weitergehen würde. Heute im Jahr 2016 schauen wir auf eine Europäische Union, meine sehr verehrten Damen und Herren, die in schweres Fahrwasser geraten ist. Brexit ist ein Begriff. Der Aufstieg der europafeindlichen Parteien in vielen Ländern, ich sage bewusst nicht europakritisch, sondern europafeindlichen Parteien, die den Menschen erzählen wollen, dass es auch ohne Europa gehen könnte, nimmt zu. Obwohl jeder begreifen müsste, dass es eine Zukunft für europäische Länder nur gemeinsam geben kann. Wir werden entweder gemeinsam die Zukunft gewinnen oder wir werden gemeinsam absteigen. Wir stellen plötzlich fest, dass es in fundamentalen Fragen der Politik Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt, die sehr emotional und vehement ausgetragen werden. Wir stellen fest, dass es ein zunehmendes Misstrauen vor allem kleinerer Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission, aber auch gegenüber größeren Mitgliedstaaten in Europa gibt, weil es eben nicht ausreicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass sich Deutschland, Frankreich und Italien einig sind in der Europapolitik, sondern wir müssen noch viele andere mitnehmen, weil sonst werden wir dieses Europa nicht in die Zukunft führen können. Und das ist unser Problem derzeit. Günther Oettinger hat vor kurzem gesagt, Europa, das europäische Projekt, ist in Lebensgefahr. Ich glaube, dass das stimmt. Und ich glaube nicht, dass es nur an dem Fehlverhalten einzelner Politiker auf unterschiedlichen Ebenen liegt, sondern wir haben zwei Grundprobleme in diesem europäischen Integrationsprozess, die wir nie korrigiert haben in den letzten Jahrzehnten, die noch mit der Gründungsphase vor 60 Jahren zusammenhing, als man gesagt hat, wir wollen möglichst schnell, möglichst viel zusammen machen. Und damit es möglichst schnell geht, hat man gesagt, die Parlamente lassen wir außen vor, wir machen eine Kommission, Exekutive, und die kriegt auch Gesetzgebungskompetenz und das wird kontrolliert von einem Rat, auch da wieder Exekutive. Diese Situation, die Übermacht der Exekutive, die vor 60 Jahren verständlich und richtig war, zieht sich bis heute durch. Und auch der Versuch einer Korrektur in den 70er Jahren durch halbherzige Einführung eines europäischen Parlaments hat daran nichts geändert. Und der zweite Fehler war, man wollte möglichst umfassend und möglichst viel zusammen machen, egal was. Damals, vor 60 Jahren, war es richtig zu sagen, alles, was wir gemeinsam machen, ist stabilisierend für dieses gemeinsame Friedensprojekt Europa. Und es gab einen Grundsatz, den heute noch das Europäische Parlament, die Kommission, aber auch der EuGH vertritt, im Zweifel bei Kompetenzkonflikten immer zugunsten der Gemeinschaft und immer zulasten der einzelnen Mitgliedstaaten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, diese beiden Webfehler müssen wir korrigieren, wenn dieses europäische Projekt eine Zukunft haben soll. Wir müssen dafür sorgen, dass das parlamentarische Element bei den Entscheidungen in Europa gestärkt wird. Und das kann man am besten und schnellsten dadurch erreichen, dass man möglichst viele Dinge, Kompetenzen zurückverlagert auf die Mitgliedstaaten und die nationale Ebene und auf die Parlamente in den nationalen Staaten. Und das Zweite, auch das muss man sagen, wir brauchen einen Paradigmenwechsel bei der Frage Kompetenzkonflikte. Im Zweifel müssen die Mitgliedstaaten zuständig sein. Und das hat was mit dem, was Norbert Röttgen gesagt hat, zu tun. Mit Identität. Es geht nämlich nicht nur um die Identität Europas im Vergleich zur Identität anderer Erdteile, sondern es geht auch um die Identität einzelner Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Und unsere europäischen Freunde und Mitbürger wollen ihre Identität in ihrer Region, in ihrer Heimat, in ihren Ländern behalten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch diesen Paradigmenwechsel vornehmen. Im Zweifel sind die Mitgliedstaaten zuständig, es sei denn, wir können für jeden eindeutig und einleuchtend begründen, warum es einen Mehrwert hat, etwas gemeinsam auf europäischer Ebene zu machen.
Und ich will die einzelnen Bereiche, bei denen es offensichtlich ist, dass wir zusammenarbeiten müssen und es nur gemeinsam machen können, mal beispielhaft benennen. Erstens die äußere Sicherheit. Die meisten Experten sind sich einig, egal wie die Wahlen in den USA ausgehen werden. Die Amerikaner werden sich zunehmend aus der Verantwortung der Verteidigung für Europa zurückziehen. Wir Europäer werden künftig selber in der Lage sein müssen, uns zu verteidigen. Und wir brauchen deswegen eine starke Säule der NATO in Europa. Und deswegen wäre es das wichtigste und vordringlichste Ziel der Europäischen Union, jetzt dafür zu sorgen, dass wir eine Vernetzung der militärischen Fähigkeiten, eine Abstimmung der militärischen Fähigkeiten bekommen und dass wir in der Lage sind, unseren Bürgern in Europa vom Baltikum bis zur Iberischen Halbinsel zu sagen, wir sind in der Lage, euch zu verteidigen, vor allem die es nicht gut meinen mit Europa. Das zweite, das Thema innere Sicherheit, Bekämpfung organisierter Kriminalität und Terrorismus. Es beginnt aber mit dem Schutz unserer Außengrenzen. Weder ein Staat noch ein Staatengebilde wie die Europäische Union werden das Vertrauen ihrer Bürger haben, wenn es nicht in der Lage ist, das Territorium zu schützen. Und deswegen gehört es zur allerwichtigsten Voraussetzung, dass wir die Grenzen, die Außengrenzen Europas schützen, und zwar wirksam. Und zweitens, dass wir dazu übergehen, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa noch effizienter zu organisieren als bisher. Das betrifft sowohl die Frage des Terrorismus als auch der organisierten Kriminalität. Und das versteht jeder Mensch in Europa. Weil die Banden europäisch, international organisiert sind, müssen wir in Europa zusammenarbeiten, wenn wir ihnen das Handwerk legen wollen. Es versteht jeder Mensch, dass man den Terrorismus, der ein europäisches Problem geworden ist, nur gemeinsam europäisch bekämpfen kann. Und deswegen kann man an diesen Beispielen auch deutlich machen, da hat Europa einen Mehrwert. Ich nehme ein drittes Beispiel, Energiepolitik. Ein Land hat umso mehr Sicherheit für seine Energieversorgung und Unabhängigkeit von anderen Mächten, wenn es einen sehr effizienten und vielschichtigen Energiemix hat. Und es muss uns gelingen, einen europäischen Energiemix breit aufzustellen, der sowohl die Sonnenenergie von Spanien wie die Kernenergie von Frankreich auch für das Baltikum verfügbar macht, wenn die Russen kein Gas mehr liefern wollen. Und deswegen brauchen wir eine gemeinsame europäische Energiepolitik. Und Herr Außenminister, ich will ganz ehrlich sagen, mir gefällt nicht, dass wir zulassen, dass um Polen herum ein Nord Stream-Leitung gebaut werden soll, die ganz klar nur ein Ziel hat, nämlich unsere polnischen Nachbarn auszugrenzen. Und ich denke, dass diese Entscheidung keine gute wäre für den europäischen Geist, sondern wir müssen dafür sorgen, dass auch in der Energiepolitik eine europäische Gemeinsamkeit auf allen Ebenen entsteht. Das Gleiche gilt für den Bereich der Infrastruktur, Straßen, Schienen, Leitungen, überhaupt keine Frage, aber auch über die Frage der Digitalisierung. Und da gilt das, was Norbert Röttgen vorhin gesagt hat, Rechtsetzung. Man kann Recht setzen, aber man muss dieses Recht auch durchsetzen können. Und wir können nicht jedes Land für sich genommen den Googles dieser Welt entgegentreten. Aber 500 Millionen Verbraucher, der größte Verbrauchermarkt der Welt, ist in der Lage, mit Macht seine Rechtsetzung gegenüber den Googles dieser Welt durchzusetzen. Und deswegen brauchen wir uns, können wir darstellen, auch gegenüber unseren Bürgern sehr klar, warum wir Europa brauchen, auch in dieser Frage der Digitalisierung. Und schließlich, und es wurde schon angesprochen, das Thema Afrika. Wir haben eine Verantwortung für Afrika als Europäer, nicht zuletzt deswegen, weil wir in den letzten 200 Jahren genügend Unruhe in Afrika selber angezettelt haben. Und ich glaube, dass wir nur gemeinsam, und die Konferenz von Valletta war ja ein guter Anfang, nur gemeinsam eine verantwortungsvolle Afrika-Politik in Europa zustande bringen können. Jedes Land einzeln wäre überfordert. Auch das verstehen die Bürgerinnen und Bürger in Europa. Auch das kann man ihnen klar machen, warum man Europa braucht, um gemeinsam diese große Herausforderung, den Menschen in Afrika eine Perspektive zu geben, auch annehmen zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es uns nicht gelingt, jetzt mit grundlegenden Reformen
die Webfehler der europäischen Integration der letzten Jahrzehnte zu korrigieren, werden wir dieses europäische Projekt strangulieren. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Ich denke, dass wir alle Kraft darauf verwenden müssen. Vielen Dank. Für die SPD spricht jetzt der Kollege Frank Schwabe.